Geld in Panama zu verstecken, ist wirklich das Hinterletzte. Pah! Und genau das will ich auch. Es kann doch nicht so schwer sein, eine Briefkastenfirma aufzumachen. Hier in Brüssel im Europäischen Parlament gibt es einen Abgeordneten der Linkspartei, der vormacht, wie einfach das ist. Herr de Masi, Sie haben versucht, in Panama eine Briefkastenfirma zu eröffnen. War das eigentlich schwer oder könnte ich sowas auch? Und vor allen Dingen, was muss man da für Unterlagen mitbringen? Also brauche ich dafür Abitur? Darf ich Vorstrafen haben? Muss ich sogar vielleicht Vorstrafen haben? Es war ganz einfach für mich. Ich habe einen Telefonhörer abgenommen, habe bei der berüchtigten Kanzlei Mossack Fonseca angerufen, gesagt, ich habe 2,5 Millionen Euro, die ich vor der Steuer retten will und ob die mir irgendwie helfen können. Und die Dame war sehr hilfsbereit, wie Sie sich vorstellen können. Und jetzt haben Sie die ganze Kohle da versteckt? Also ich habe angeboten, 2,5 Millionen Euro in den Briefkasten zu stecken. Das Problem ist, ich habe das Geld gar nicht. Sie haben jetzt da kein Geld reingesteckt in diese Briefkastenfirma? Die waren doch schon nah dran. Nein, wenn ich 2,5 Millionen Euro auf dem Konto hätte, dann würde ich jetzt was anderes tun. Das kann man sich doch besorgen. Was läuft denn jetzt? Jetzt müssen Sie schön wieder weiter Suppenküchen finanzieren, Kitas finanzieren, Krankenhäuser, dieses ganze soziale Gesocks da. Mann, aber mir war es klar, vielleicht mein Fehler. Sie sind von der Linkspartei, sind wahrscheinlich in der DDR groß geworden und so. Und ich bin in Darmstadt groß geworden, das ist nicht in der DDR. Das ist fast dasselbe. Und mit Kommunisten über Geld reden, das ist absurd, das ist Quatsch. Sorry, mein Fehler. Liebe Grüße an die Wagenknecht. Ich bin bescheuert. Und Kommunisten über Geld reden.